Hallo, liebe Deutschlernende. Ich hoffe, es geht euch auch so gut wie mir. Es sind gerade 29 Grad hier in Berlin. 29 Grad, es ist sehr, sehr warm hier. Und heute möchte ich euch erklären, was hitzefrei ist. Ja? Was ist hitzefrei? Ja? Es ist sehr warm, das heißt, hier ist Hitze. Ja? Wenn etwas sehr warm ist, dann nennt man das auch Hitze. Und frei, ja, heißt frei, man braucht etwas nicht zu tun. Ja? Also frei hat mehrere Bedeutungen. Frei kann, also heißt meistens sowas im Sinne von Freiheit. Ja? Man hatte eine gewisse Freiheit. Und hitzefrei nennt man das, wenn man nicht zur Schule gehen muss, weil es sehr warm ist. Ja? Und bei uns war das so, als ich zur Schule gegangen bin, da war 25 Grad, war der Wert, ab dem es hitzefrei gab. Ja? Also wenn es mehr als 25 Grad im Schatten war, ja, wenn es heißer war als 25 Grad im Schatten, dann wurde gesagt, es ist hitzefrei und wir mussten nicht zur Schule gehen. Insofern denke ich, dass wenn heute nicht so oder so Sonntag wäre, dann müssten die Schüler heute nicht zur Schule gehen. Und es ist auch seltsam, weil es gerade September ist und es ist trotzdem so warm. Und ich habe gehört, dass es auch nächste Woche in Berlin noch sehr warm sein wird. Das heißt, die Schüler werden nächste Woche höchstwahrscheinlich hitzefrei bekommen. Und dann werden ganz viele Kinder im Schulalter rumlaufen, während eigentlich Schule ist, und werden ja sich vergnügen hier. Insofern es war mal sehr toll, hitzefrei zu haben, weil man nicht zur Schule gehen brauchte und man dazu auch noch ein herrliches Wetter genießen konnte. Ja. Das ist hitzefrei. Gönnt euch was, wenn es auch so heiß ist bei euch. Kauft euch ein Eis oder geht ins Schwimmbad. Und wie immer, bis morgen. Tschüss.